Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück bei X4, in dem wir ein bisschen ratlos gerade sind. Muss gerade mal nachgucken. Wie geht's denn hier weiter? Missionsmanager. Das hier. Okay. Briefing anzeigen. Das ist in Ordnung. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Das ist jetzt die große Frage. Erkunde das System weiter, so wie es ausschaut. Okay, dann machen wir das doch mal. Unbekanntes Schiff auf Abfangkurs, wo? Du meine Güte, Aliens! Bitte haben Sie keine Angst. Iran. Ich werde sogleich meine Waffen deaktivieren. Ich nicht. Ich definitiv Sei nicht. gegrüßt. Ich freue mich so sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen. Unglaublich. Endlich haben wir Kontakt zu unseren aquatischen Verbündeten. Bosotar, empfangen Sie das hier. Was sagten Sie? Ein Borone! Wirklich und wahrhaftig! Ein lebender, schwimmfähiger Borone! Täusch nicht meine okulären Sinnesorgane! Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Ich bin Bosotar und kann mich kaum an ein anderes boronisches Gesicht erinnern. So lange bin ich schon von meinem Volk getrennt. Ich könnte ein ganzes Jahr damit verbringen, Ihnen Fragen zu stellen. Würden Sie sich bitte erbarmen, Ihre Zeit mit mir zu teilen? Ich bin Nila Ti, eine außergewöhnliche Abenteurerin. Ich wäre entzückt, Zeit mit Ihnen zu verbringen. Als ernannter Delegierter des Bündnisses der Worte gestatten Sie mir, dass ich Sie und Ihr Volk grüße. Es ist mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen, Nila Ti. Ich bin zwar nicht in offizieller Funktion tätig, aber es ist großartig, tatsächliche Personen von jenseits des nicht verbundenen Sprungtores zu sehen. Wie sind Sie hierher gekommen? Hat sich ein Sprungtor wieder geöffnet? Sind wir wieder verbunden? Oh, ich wusste, dass es irgendwann passieren musste. Welch frohe Kunde! In der Tat, eine denkwürdige Nachricht. Auch wenn es uns keineswegs klar ist, wie es dazu gekommen ist. Es gab Spekulationen, dass die Boronen eine Reinitialisierung des Sprungtors ausgelöst haben. Nachrichten von ihren Wissenschaftlern deuteten darauf hin, dass sie an einer solchen Aufgabe arbeiteten. Bitte, können Sie uns den Weg nach Königsthal weisen? Erwarte Befehle. Danke, Herr König. Wunderbar. Sie stehen in Kontakt mit Königsthal? Das sind ja fabelhafte Neuigkeiten. Es ist Jahrzehnte her, dass wir abgeschnitten wurden. In all dieser Zeit haben wir nichts von dort gehört. Die Trennung der Verbindung mit Nishala war für uns alle unbeschreiblich schmerzlich. Mein System befindet sich in tiefem Aufruhr. Ich... Nach all den Jahren einen Boronen zu treffen, ist eine unbändige Freude. Aber festzustellen, dass auch Sie von der Heimatwelt abgeschnitten sind, ist ein Jammer. Mehr als Sie ahnen, Bosotar. Wir alle haben diesen Verlust sehr betrauert. Aber wie regieren Sie sich ohne Zugang zu Königsthal, Ihrer Königin und dem Parlament? Nach der Trennung gab es eine Zeit des Chaos, bis ein königlicher Vogt ernannt wurde. Ich habe mit ihm zu tun gehabt. Es wäre mir ein Vergnügen und eine Freude, Sie einander vorzustellen. Wir müssen uns sputen. Es gibt viel mit Ihrer Führung zu besprechen. Folgt mir, ihr Kavalkade neugieriger Kreaturen. Kavalkade. Eine boronische Gesellschaft, die nicht von einer Königin geführt wird? Das ist etwas schwer vorstellbar. In der Tat, Bosotar. Aus ihrer eigenen Erfahrung heraus verstehen sie den Schmerz der Trennung. Ich bezweifle, dass andere Spezies die biologische Tiefe unserer harmonischen gesellschaftlichen Verflechtung zu schätzen wissen. Es war schlimmer, als es nun ist. Früher war es so, dass alle unsere Systeme isoliert waren. Getrennt, nicht nur von Königsthal, der Königin und der Heimatwelt Nishala,
sondern auch voneinander. Glücklicherweise haben sich mehrere unserer Systeme schließlich wieder miteinander verbunden. Aber keines davon erhielt eine Nachricht aus der Heimat. Eine Reorganisation wurde notwendig. Die treibenden Provinzen, wie wir uns selbst bezeichnen, waren immer nur als vorübergehende Einrichtung gedacht. Aber unter dem königlichen Vogt haben sie sich zu einem umfassenden Regierungsorgan entwickelt. Interessant. Doch einige von uns haben Königsthal nie verloren gegeben. Ihre Kommunikation mit der Heimatwelt ist in höchstem Maße bedeutsam. Keine Seele in diesen Systemen hat je einen Beweis dafür gefunden, dass Königsthal überhaupt noch existiert. Sprach sie und war verschwunden. Danke fürs Gespräch. Okay. Gucken wir doch mal, wir müssen weiter nach da drüben gehen. Das ist das nächste Portal. Die Boronen. Meine Damen und Herren, die Boronen. Schauen wir doch mal, was dieser Vogt uns zu sagen hat. Ich hoffe, er ist genauso freundlich wie die Abenteuerin. Das wäre echt wunderbar. Und ja, es sind leicht Chips in Bezug auf den kosmischen Raum. Bingo, passt. Ich bin mal gespannt. Dass das Sektor niemanden gehört. Eventuell später mal den Büro und das kannst du. Du meine Güte. Ein Schiff aus terranischer Fertigung. Das zeigt doch sicherlich, dass unsere Berichte korrekt sind. Das einst ruhende Sprungtor hat tatsächlich seine Funktion wieder aufgenommen und unsere Provinz mit unseren Verbündeten von ehedem in Verbindung gebracht. Erkennen Sie, was das bedeutet? Alle Ressourcen der Gemeinschaft der Planeten sind zum Greifen nah. Endlich. Endlich eine Chance, die Knappheit zu beenden. Erhöhen Sie das Tempo. Bitte was? Ich muss Sie vorwarnen. Die treibenden Provinzen sind nicht gerade mit dem Luxus des alten Königreichs überschwemmt. Der Schmerz der Trennung war und ist ungebrochen konstant. Aber auch unsere Wirtschaft hat gelitten. Der Mangel an lebenswichtigen Gütern sitzt tief und ist einschneidend. Die Wiederverbindung mit dem Netzwerk könnte zumindest einige dieser Probleme lindern. Okay. Bin gespannt. Ich bin gespannt. Das hätte ich nicht gedacht, dass da jemand rauskommt. Und der abgeschlossen, okay. Meine Kollegen scheinen gerade echt nicht zu kommen, so wie es ausschaut. Okay. Ui, hi, hey. Doch, da sind sie. Das Glückgefühl, ja, ist egal. Zahlung erhalten. 113.000, passt. Noch ein bisschen mehr bräuchte ich noch. Ein kitziges bisschen mehr. Minotauros, Angreifer. Erreiche System, karge Küste. Hallo, karge Küste. Verteidigungsplattform der Boronen. Xenon gesichtet. Was? Komm ins System und sofort Xenon. Ich glaube mal nicht. Karge Küste, Hallöchen aber auch. Schauen wir doch mal, einmal weitergehen. Wir müssen ihr noch folgen. Ja, ist ein bisschen weit weg. Ein bisschen weit weg. Reiseantrieb ist aktiviert. Hallo, meine Gutsten. Gibt's hier nur das da hier? Also, wenn sie echt Probleme haben mit den Ressourcen, dann holt er die Waldfee. Ich würde sagen, was sind das für zwei Dinger? Ah, scanmäßig irgendwas. Ich hoffe mal, da kommt noch ein bisschen mehr als nur das hier. Aber ich denke mal, ja. Ich sag mal, ja, das wird schon. Oh, wir sind leicht, Chaps. Irania. Nila T. Sie bringen uns Gäste. Außenseiter. Und noch dazu mit einer Flotte. Was haben Sie so angestellt in letzter Zeit?
Mehr als das, verehrter königlicher Vogt. Ich bringe verheißungsvolle Neuigkeiten. Die Flotte. Diese von einem Paraniden geführte Flotte. Sie kam aus dem ruhenden Sprungtor in wachsamer Blick. Sie haben mit Königsthal kommuniziert. Sie haben kein Sprungtor nach Königsthal. Aber sie haben Kommunikation. Wir sind endlich wieder mit dem Netzwerk verbunden. Du meine Güte. Wenn... Die Delegation bittet um eine Audienz. Dürfte ich... Ja, natürlich. Selbstredend. Es gibt so viel zu besprechen. So viel zu bedenken. Mein verehrter königlicher Vogt, dürfte ich mit Verlaub die Delegation begleiten? Ich bin mir sicher, Sie haben andere Dinge zu tun. Diplomatie hält schließlich nicht den gleichen Nervenkitzel wie Erkundung bereit, nicht wahr? Bitte, verehrter königlicher Vogt, mit Verlaub. Selbstverständlich, Nila T. Begleiten Sie die Delegation auf jeden Fall. Entdecker, Sie haben sich bisher sehr nützlich gemacht. Ich beauftrage Sie, uns zu einem Treffen mit dem königlichen Vogt zu begleiten. Ich könnte Ihr Wissen vielleicht gebrauchen. Bitte was? Mein Wissen. Sie haben zweifellos Eindruck auf den Kommandanten der Expedition gemacht. Ich spüre, dass Sie immer mehr den Mittelpunkt seiner Pläne rücken. Schließen Sie sich der Delegation an. Beobachten Sie diesen königlichen Vogt. Okay, kann ich gerne machen. Ich muss mich um einige Experimente kümmern, aber ich werde sie im Auge behalten. Okay. Kommkanal offen. Ich werde Ihnen nicht helfen. Was? Sorry. Okay. Sprich mit Lea denn. Das ist doch der hier oben, oder? Theoretisch ja. Oder muss ich auf sein Schiff drauf? Das kann natürlich auch gut sein. Wäre im Bereich des Möglichen. Fliegen wir doch mal zu ihm hin. Dann kann ich mich sogar hinporten. Das wäre natürlich auch genial. So, falls er etwas machen möchte, darf er gerne probieren. Waffensysteme werden aktiviert, aber ich bezweifle es ganz stark. Sehr stark sogar. So. Und vollständiger Stopp an der Stelle. Wunderbar. Kann ich denn... Funken? Okay, ich muss da wirklich hin, so wie es ausschaut. Okay, passt. Einmal der falsche Knopf gedrückt. So, kann ich denn einfach mich darüber beamen? Geht denn das? Geht nicht. Oh, ernsthaft. Okay, warte. Dann muss ich noch ein bisschen näher ran. Ich habe nämlich, glaube ich, keinen Jäger oder sonst irgendwas momentan parat, was etwas ungünstig ist. So, ein bisschen nach oben noch, ein bisschen so hin. Xenon gesichtet. Wo ist denn deine Brücke, Kollege? Ist doch irgendwo hier oben zu finden sein. So, komplett gestoppt, yep. Alles klar. Also wir haben, ich weiß gar nicht, haben wir hier irgendwas? Hallöchen, Captain, machen wir weiter. Haben wir hier irgendwas im Angebot? An Jägen oder sonst irgendwie. Laderaum? Nein. Gar nichts davon. Okay. Dann gucken wir doch mal. Ob wir auch einfach so hingehen können. Ob andocken, ob landen oder sonst irgendwie. Das kriegt man schon hin. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Dass ich hier volle Kanne noch im Weltraum rumdüseln müsste dafür. Aber who cares. 500 Meter kriege ich noch hin. Ich bin ziemlich nah an dem Schiff dran. Die können wahrscheinlich sich gegenseitig durch die... Ah, sagt es mir. Durch die Fenster zuwinken noch.
ein bisschen so und dann wieder so rüber. Quasi einen neuen Schub draus machen. Landebuchten. Die Frage ist, was genau bist du eigentlich? Höchstwahrscheinlich ein Jäger, würde ich mal behaupten. Ein Träger, Entschuldigung, kein Jäger, ein Träger. Ein bisschen zurück. Danach hier wieder Neugas geben. Bzzzt. Bzz, 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 bzz. Die Frage ist, kann ich da oben eigentlich reingehen oder nicht? Ich denke mal ja. Okay. Gas geben. 44 Meter. Das sollte eine Luftschleuse eigentlich sein. Boom. Hallo. Darf ich da rein? Undock-Erlaubnis erteilt. Wunderbar. Mein Ropalium explodiert förmlich geradezu vor Freude, geschätzte Besucher willkommen zu heißen. Dieser historische Anlass ist der erste seiner Art. Ich bin Leda W., königlicher Vogt der treibenden Provinzen. Im Namen Ihrer Majestät, der Königin, und als Ihr treuer Diener ist es mir eine ausgesprochen große Freude, einen Abgesandten des Paranidischen Reiches begrüßen zu dürfen. Und ich bestehe unbedingt darauf, dass Sie mich auf eine informellere Tour begleiten, sobald das Tagesgeschäft erledigt sein wird. Hochgeschätzter königlicher Fotleder W., danken Ihnen für Ihren höchst freundlichen Empfang. Sie müssen mir vergeben. Ich, Numan Karet, bin kein Abgesandter des Gottesreichs. Ich vertrete das Bündnis der Worte, ein diplomatisches Forum und eine wissenschaftliche Organisation, die von verschiedenen Rassen des Netzwerks getragen wird. Meine Güte. Aber haben Sie denn Patentbriefe vom Gottesreich? Die treibenden Provinzen sind in arger Bedrängnis. Wir müssen Konditionen bezüglich einer Unterstützung aushandeln. Ich möchte noch einmal betonen, ich spreche nicht für die paranidischen Autoritäten. Doch wir bringen Nachrichten, die Freude auslösen könnten. Wir stehen im Kontakt mit Königsthal. Es ist eine beschränkte, labile Kommunikation. Aber dennoch Kommunikation. Vor einigen Monaten erhielten wir Nachricht von Ihrer Heimatwelt. Es war ermutigend zu entdecken, dass das Herz der boronischen Welt die Sprungtorabschaltung überlebt hat. Und von dem ehrgeizigsten Projekt jener Boronen zu erfahren. Ihre gesamten wissenschaftlichen Ressourcen sind darauf ausgerichtet, die Sprungtor-Technologie zu verstehen und zu beeinflussen. Wir bitten demütig um Ihre Erlaubnis, die ruhenden Sprungtore in Ihrem Hoheitsgebiet untersuchen zu dürfen und einen wissenschaftlichen Außenposten in der Region einzurichten zu dürfen, falls nötig. Es gibt so viele Implikationen zu bedenken. Dies ist wirklich monumental. Ich fürchte, ich muss Ihre Bitte leider zurückweisen. Vorerst. Wir dürfen nicht überstürzt handeln. Bei den glitzernden Wassern von Nishala. Ich verstehe nicht. Wir bitten Sie um nichts weiter als um Ihre Erlaubnis. Wir möchten auf keinen Fall Ihre Ressourcen strapazieren. Leda W., Sie versuchen uns mit Königsthal zu verbinden. Sie haben Kommunikation. Nila T., diese Besessenheit, die Heimat zu finden, ist ganz die ihrige. Sie ihrerseits mögen sicher den Luxus leisten können, auf der Suche nach Wundern durch die Galaxie zu gondeln. Aber ich hingegen, ich trage Verantwortung. Ich habe das Wohlergehen von Milliarden von Seelen zu berücksichtigen. Unsere Gäste haben bereits deutlich zu verstehen gegeben, dass das äußere Sprungtor-Netzwerk mit all seinen Ressourcen wohlgemerkt nicht in der Lage war, eine Verbindung zu unserer Heimatwelt herzustellen. Die Priorität zu diesem Zeitpunkt und bei diesem Stand der Dinge ist das Wohlergehen unseres Volkes. Und davon werde ich mich keinesfalls abbringen lassen. Verehrter Gastgeber, wir werden natürlich die Kommunikation mit den Regierungen des Sprungtor-Netzwerks beschleunigen. Ich bin sicher, dass gerade in diesem Moment Abgesandte ihre Vorbereitungen treffen. Doch, wenn wir einfach... Genug davon, bitte. Ich verstehe Ihr Anliegen, aber ich glaube nicht, dass Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Bitte haben Sie Geduld. Aber für den Moment
ist die Angelegenheit damit geklärt. Ungeheuerlich! Die Regierung der Boronischen Königin selbst setzt alles daran, die Verbindung wiederherzustellen. Und Sie lehnen es ab, dies zu unterstützen? Was für eine Art von königlichem Vogt sind Sie? Bitte. Mit dem Austausch von Beleidigungen ist niemandem gedient. Das ist absurd. Unsere Arbeit ist von größter Bedeutung. Ihre Halsstarrigkeit ist mir unbegreiflich. Ich werde aufbrechen. Oh je. Auf dem Weg zum Dock. Warte auf Abholung. Das hätte sicherlich besser laufen können. Aber vielleicht ist noch nicht alles verloren. In der Tat. Der königliche Vogt scheint von dieser Nachricht etwas überwältigt zu sein. Vielleicht sollte man ihm einfach zuhören. Seine Ängste zu verstehen könnte helfen, sie zu mildern. Okay, finden wir raus. Dockbereich. Nein, wirst du nicht. So, gucken wir doch mal, was hier los ist. Wie hält sich dieser Narr? Betrifft er nicht die Tragweite unserer Mission? Er verweigert seine Zustimmung? Wir machen notfalls auch ohne weiter. Moment, Moment. Beruhigen Sie sich. Geduld mit dem Engstirnigkeit. Beruhigen Sie sich erstmal. Warum, glauben Sie, bleibe ich auf dem Dock dieses Narren? Und wer sind Sie, mir zu sagen, ich solle mich beruhigen? Ich schätze Ihre Beiträge zu unserer Mission, aber vergessen Sie nicht, dass ich Ihr Vorgesetzter bin. Ich muss den Kopf frei bekommen von der Borniertheit dieses Narren, bevor ich auf meinen Posten zurückkehre. Leda W. hat Befürchtungen, aha. Ja, Sie haben recht. So viel ist offensichtlich. Ich kann nicht umhin, mich zu fragen, ob noch mehr dahinter steckt als das. Vielleicht hängt er zu sehr an seiner Rolle als oberster Verwalter der Provinzen. Eine Wiedervereinigung mit Königsthal würde unweigerlich dazu führen, dass er Macht und Ansehen aufgeben müsste. Definitiv. Okay. Und schon wieder automatische Speicherung. Dankeschön. Das muss ich ein bisschen abändern noch. Ja, ich würde auch mal sagen, er hat so ein bisschen was dagegen. Kann ich nachvollziehen. Er hat es quasi letzten Jahrzehnte höchstwahrscheinlich dieses Amt ausgeführt. Der Rat hat festgestellt, dass dieses System keine Bedrohung für die Bürger von Sol oder das größere Netzwerk darstellt. Unser Befehl lautet, eine strategisch wichtigere Position anzusteuern. Trotzdem, wachsam bleiben. Niemand von uns weiß, was da draußen lauern könnte. Da gebe ich dir recht. Mr. Worte dankt Ihnen für Ihre Unterstützung. Von nun an werden wir allein vorgehen. Unsere militärischen Freunde werden anderswo gebraucht. So scheint es zu sein. Der Vogt und ich hatten in der Vergangenheit unsere Differenzen. Aber ich hatte keine Ahnung, dass er so stur sein würde. Ja, es ist unschön. Es tut mir so leid, dass du diese peinlich unharmonische Vorführung miterleben musstest. Leda W. und ich sind uns in vielen Dingen uneinig. Aber er ist kein schlechter Borone, weißt du? Er ist einfach nur verängstigt. Ihre Suche nach Heimat war eine Besessenheit? Oh, das hast du also mitbekommen, ja? Immer wieder wandte ich mich an Leda W., wegen der nötigen Mittel, um unseren Weg nach Hause zu finden. Aber er ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anstrengungen, die dafür aufgewendet werden müssten, einen unmittelbaren Preis für unser Volk haben. Ich möchte keinesfalls, dass du den Eindruck bekommst, dass mir meine Mitboronen hier egal sind. Wir mögen hier draußen im Randgebiet sein, aber ich versuche dennoch wirklich, etwas für die Boronen zu bewirken. Den Untertanen der Königin zu dienen, sehe ich als meine Pflicht an. Weißt du, ich möchte nicht zu viel Aufmerksamkeit darauf lenken, aber ich selbst bin Spross eines kleinen gestrandeten Königshauses. Oh, aber bevor du dich verbeugst oder so, ich stehe nicht auf der Liste für die direkte Thronfolge. Und so funktioniert unsere Monarchie sowieso nicht. Dennoch treibt es mich an, einen Weg zurück nach Hause zu finden, damit sich unsere Leute wieder an einem wiedervereinigten, fröhlichen Reich erfreuen können. Das wäre schon recht gut. Was fürchtet er sich? Ich glaube, er hat Angst zu versagen. Auf ihm lasten die Erwartungen aller Provinzen. Er möchte, dass alle in Sicherheit sind. Und ich glaube, er befürchtet, dass deine Expedition eine ohnehin schon gefährliche Situation noch verschlimmern wird. Ach, Ivo, gefährliche Situation? Ja, voller Gefahren.
Die Provinzen liegen unangenehm nahe an Ka'ak-Gebiet. Als Heimat der Dunkelheit sich zum ersten Mal mit den Provinzen verband, löste es regelmäßige Angriffe aus. Wir haben es kaum geschafft, uns mit dem bescheidenen Militär, das wir zusammenschustern konnten, zu schützen. Zum Glück haben sich die Wogen vorerst geglättet. Die Übergriffe der Ka'ak kamen schließlich zum Stillstand. Alle Versuche, mit diesen rätselhaften Kreaturen zu kommunizieren, sind gescheitert. Ich würde also zögern, es einen Waffenstillstand zu nennen. Es ist eher eine Ruhephase innerhalb der Feindseligkeiten. Wie du dir vorstellen kannst, bleibt die Situation recht heikel. Okay. Ich wünsche eine angenehme Reise. Hat sich das auch mal geklärt? Immer noch nicht geklärt, Wes. Und wieder einmal hallo, Entdecker. Wir haben alle drei Sachen gemacht. Oh, das hast du also mitbekommen, ja? Immer wieder wandte ich... Ich wünsche... Und wieder einmal hallo, Entdecker. Nein, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Auf Wiedersehen. Ich wünsche eine angenehme Reise. Okay. Dich haben wir. Dich haben wir jetzt aber auch gemacht. Wir haben die Kuckert hier, wir haben dich nochmal. Großes Riff. Was? Jetzt sind wir gerade wieder unterwegs. Gott im Himmel. Hier. Er wird sich die Kark mit Sicherheit. Ich verstehe. Er ist besorgt, dass unsere Anwesenheit einen Befall durch die Zwitscherer auslösen wird. Das Bündnis der Worte ist sicherlich bereit, ihm zu versichern, dass unsere Ermittlungen ihn nicht ungeschützt den Angriffen der Kark aussetzen werden. Okay. Dann gehen wir nochmal zurück. Schauen wir doch mal. Brücke. Also mit allen mal Schwätzer. Warum denn nicht? So, wie ist denn bei dir so ein bisschen aus, Junge? Wir möchten ja einfach nur alle glücklich werden. Ah, die stille Person von unserer enttäuschenden Vorstellungsrunde. Was? Gibt es eine Runde, wo sind Sie in dieser Situation alles in Ordnung mit Ihnen? Ich bedauere meine Haltung bei unserem Treffen. Sie müssen wissen, ich habe bereits seit Jahrzehnten keine diplomatische Veranstaltung mehr ausgerichtet. Bedauerlicherweise bin ich es einfach nicht gewohnt, mit jemand anderem als mit Boronen zu kommunizieren. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Wir Boronen tauschen uns untereinander aus und verlassen uns dabei auf komplexe Strukturen von Pheromonen, nicht nur auf bloße Worte. Es gab so viel zu kommunizieren. So viel zu sinnieren. Doch die Worte vermittelten nicht, was ich meinte. Sie müssen sich das bitte so vorstellen, als malten sie einen Ozean, hätten aber nur eine einzige Schattierung von Blau, um dies zu tun. Nachvollziehbar. Wieso sind sie in dieser Situation... jetzt ist sie weg. Von Zeit zu Zeit verbringe ich meine wachen Nächte damit... über genau diese Frage nachzudenken. Es wäre irreführend, die Schuld für all unser Elend auf die große Sprungtorabschaltung zu schieben. Tatsächlich war es so. Als wir das erste Mal aus dem größeren Netzwerk gerissen wurden, blieb die große Mehrheit unserer boronischen Systeme untereinander verbunden. Abgeschirmt von äußeren Bedrohungen begann ein neues Zeitalter der Reflexion und des wissenschaftlichen Schaffens. Und während diese Friedenszeit den Wohlstand von Königsthal zu fabelhaften neuen Höhen führte, waren wir nicht selbstgefällig. Im gesamten Königinnenreich wurden Ressourcen bevorratet. Eine vorbeugende Maßnahme. Oh, wir glaubten, wir seien vorbereitet. Doch in Wahrheit waren wir weit davon entfernt. Wir Boronen sind von Natur aus miteinander verbunden, verstehen Sie? Wir gedeihen in einer Art kollektiver, angeborener Affinität. Als diese Verbindung getrennt wurde, fand sich jedes System in völliger Isolation wieder. Ich muss leider sagen, dass alles recht schnell zerfiel. Die Produktivität brach in katastrophalem Maße ein. Vorräte waren weit schneller erschöpft als ursprünglich angenommen. Und es gab keinerlei Möglichkeit, sie wieder aufzufüllen. Nach Jahren der Trennung und Unordnung wurde Großes Riff schließlich wieder mit karge Küste verbunden. Später kamen dann noch einige andere Systeme hinzu.
Die treibenden Provinzen wurden gegründet. Aber zu diesem Zeitpunkt war der Schaden bereits geschehen. Uns fehlten noch immer entscheidende Ressourcen. Ich möchte behaupten, dass der kollektive psychologische Leidensdruck der Trennung die Ursache dafür war. Mehr noch als die offensichtlichen logistischen Herausforderungen, welche die Sprungtorabschaltung mit sich brachte. Okay, vielleicht gibt es eine positive Lösung. Wenn wir helfen könnten, was die Bedrohung mit der K angeht, nicht, was wir helfen könnten. Beziehungen von ihr nutzen, um ihr Ansehen zu erhöhen. Ich bin mir der königlichen Verbindungen von Nila T durchaus voll bewusst. Halten Sie mich etwa für irgendeinen belanglosen zweitrangigen Funktionär, der käuflich ist und weiterverkauft werden kann? Bestechbar? Vom Meistbietenden? Sie schätzen mich falsch ein. Und Sie schätzen Nila T falsch ein. All unseren Differenzen zum Trotz kann ich mir nicht auch nur ansatzweise vorstellen, dass sie sich auf so eine schäbige Herangehensweise einlassen würde. Natürlich ersehne ich mir die Rückkehr der treibenden Provinzen in die warme Umarmung der Heimatwelt. Aber was für ein Diener des Volkes wäre ich, wenn ich dies auf Kosten des Wohlergehens derer täte, die in meiner Obhut stehen? Mhm. Dann kommen wir zur Kargbedrohung. So wenden wir Gewalt an, um das Lösen darauf. Versuchen wir, um jeden Rest zu vermeiden. Das kann man sagen. Ihr löbliches Engagement für den Frieden ist ebenso willkommen wie unerwartet. Das Bündnis der Worte ist für seinen Respekt vor unseren friedlichen Wegen zu belobigen. Das war fast klar. Schrecklich herausfordernd. Mein Instinkt sagt mir, dass hinter ihrer Expedition ehrliche Absichten stecken. Allerdings finde ich ihr Urteilsvermögen fragwürdig. Nun, ich habe das Gefühl, dass ich ihnen erlauben muss, ihre Mission weiter zu verfolgen. Ja. Aber ich bitte Sie inständig, lassen Sie mich das nicht bereuen. Natürlich nicht. Nachdem das Tor in wachsamer Blick reaktiviert wurde, verbleiben unseres Wissens nur noch 3 weitere ruhende Tore im Raum der Provinzen. Eines befindet sich in Meer der Fantasie, ein weiteres in Karge Küste. Das letzte wurde von Spähern in Heimat der Dunkelheit entdeckt. Wenn Heimat der Dunkelheit wie eine Vorahnung klingt, werden Sie den Namen vielleicht als passend empfinden. Dort gibt es einen erheblichen Kaak-Befall. Egit! Schon wenn ich den Namen ausspreche, kribbeln meine Flossen. Doch ich muss in dieser Sache festbleiben. Lassen Sie sich unter keinen Umständen mit den Kaak ein. Unter gar keinen. Jede Interaktion mit ihnen führt zu einem horrenden Konflikt. Sie haben unser Wort, Lederweh. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um unangemessene Provokationen zu vermeiden. Vielen Dank. Und dürfte ich Ihnen ein Geschenk darreichen? Wir haben für Sie ein Kampfschiff vorbereitet. Ein bescheidenes Geschenk, aber es kann Ihnen hoffentlich in den kommenden Zeiten von Nutzen sein. Entdecker, Sie haben gut daran getan, uns den Zugang zu sichern, damit wir unsere Mission fortsetzen können. Bitte betrachten Sie das Speerschiff als das Ihre. Möge es Ihnen gute Dienste leisten. Geh an Bord der Bormark. Oho! Oho, danke schön. Ich habe ein neues Spielzeug bekommen. Ich glaube, ich bin das, liebe ich. An Doc Bucht. Her mit dem Spielzeug. Her mit dem Spielzeug, wo ist's? Mhm. Hallöchen, mein kleines Fliegerchen. Kann ich dir... Wo kann ich denn... Wie geht das denn? Mhm. Finde inaktive Sprungtore, okay. Wir müssen die ruhenden Tore untersuchen, um den nächsten Schritt unserer Expedition zu gestalten. Mir ist das Tor in Meer der Fantasie bereits bekannt. Wenn du mir die nötige Ausrüstung zur Verfügung stellst und mir ein paar Hinweise gibst, was genau ich tun soll, wäre es mir eine große Freude, dir zu helfen. Ausgezeichnet. Das Bündnis wird karge Küste untersuchen. Bleibt nur noch die Frage nach dem letzten Sprungtor, dessen Lage etwas prekär ist. Entdecker,
Sie haben sich bislang ausgezeichnet bewährt. Setzen Sie diesen neuen Jäger, den Sie da haben, gut ein und finden Sie Heimat der Dunkelheit. Es scheint, dass Sie für diese Aufgabe am besten geeignet sind. Nice! Jiha! Gott, ist ja schnell. All die Male, in denen ich davon träumte, mit meinen boronischen Artgenossen wieder vereint zu werden, wäre es mir nie in den Sinn gekommen, sie in solch dürftigen Lebensumständen zu sehen. Ich weiß, dass das Bündnis Kommunikationen von Königsthal erhalten hat, aber diese wurden schon vor Jahrzehnten abgeschickt. Hoffentlich ist es ihnen hier besser ergangen als den Boronen. Ich bin gespannt auf den Inhalt Ihrer Nachricht. Wie viel genau von Ihren vorläufigen Erkenntnissen haben Sie wohl mit Ihren Kollegen vom Bündnis geteilt? Wenn wir erst einmal Zugang zu den Daten der beiden Sprungtore haben, will das Bündnis vielleicht wirklich auch von unserer Seite aus Experimente durchführen. Der Versuch, Sprungtore zu manipulieren, wäre ein unglaublich aufwendiges Unterfangen. Dennoch scheint es, als sei Numan Karet sehr zielstrebig bei dem ganzen Vorhaben. Können Sie sich die Möglichkeiten vorstellen, die sich uns eröffnen würden, wenn wir diese Sprungtore nach Belieben manipulieren könnten? Dank der neu eröffneten Handelswege haben wir den Wiederaufbau unserer Werft eingeleitet. Sie sind selbstverständlich herzlich eingeladen, uns bei unserem Unterfangen zur Seite zu stehen. Ihre Bemühungen werden natürlich lukrativ vergütet werden. Danke dafür. Ich habe jetzt andere Dinge zu tun. Wir müssen erstmal zurückkommen. Das Wichtigste. So, ja, durch den Bauch. Gerade sagen, bevor wir irgendwas machen, möchte ich bitte zurück zu meinem Schifflein. Hat genug Feuerpower für alles, was ich benötige. Das heißt aber auch für den Moment. Wir kommen hier durch, das passt. Beschaffe einen Captain. Ich bin der Captain. Das passt schon. Meins. Wir müssen nämlich immer noch mit dem Geld, das wir jetzt gewonnen haben, nebenbei die anderen Stationen aufbauen. Beziehungsweise wir brauchen definitiv... Ich bin an meinem zugewiesenen inaktiven Sprungtor angekommen. Ich werde sofort mit den Ablesungen beginnen. Mache das. Gewüse, Kurse, wachsamer Blick. Ja, das kommt. Verteidigungsplattform der Boronen. Und tschüss. Kommt alles noch mit dazu. Komm, machen wir alles später noch. Erreiche System. Wachsamer Blick. Sattel, Herrlichen aber auch. Wir möchten hier bitte zurück. Das wäre ganz, ganz toll. Lass sagen, wo müssen wir denn hin eigentlich? Sühn. Bitte andocken. Andockerlaubnis erteilt. Alles klar, auf geht's. Ich wollte gerade sagen, das Ding ist so schnell, das bin ich gar nicht mehr gewohnt. Ah, wunderbar. Angedockt. Und runter mit uns. Biologische Schiffe, oh, wie genial. Ich bin ja auch noch nicht entlang gelaufen, Hallöchen, aber auch. Das Schiff bitte in Sicherheit bringen. Im Hangar verstauen, hier rein damit. Das muss sicher sein bis zum Umfallen. Inaktive Sprungtore. Das müssen wir uns gleich noch zack auseinandersetzen. Gut, ja, also wir machen das noch weiter. Wir müssen natürlich erst jetzt mal gucken, was wir sonst noch machen können. Sadele. Wir sind hier und wir sind dort. Die Sprungtore da noch ein bisschen rumschauen, habe verstanden. Aber jetzt gucken wir erst mal, wie schaut es denn hier aus? Bauplan. Es ist schon ein bisschen was da, mit Andocken ebenso, passt. Der Rest wird auch weiter gebaut. Wie schaut es denn hier aus? Paratus Grundlagen, die haben wir noch nichts gemacht. Bauplan hier angucken. Energiezellen kommen, der Rest kommt auch noch.
ist denn überhaupt... Konstruktionsschiff ist zugewiesen. Geldmittel gibt es gerade keine mehr. Habe ich nicht noch irgendwo ein Schifflein? Logistiker. Was bist denn du eigentlich? Ein Frachter, okay. Das heißt, wir benötigen jetzt noch wie viel Energie? Ach komm, irgendwas mit 40.000, glaube ich, war es. Bauplan anklucken. Wir benötigen noch 40, sagen wir 35.000 Energiezellen. Okay. 35.000 Energiezellen. Du gehst jetzt mal hin und sagst, wir möchten gerne da oben, zack, Waren transferieren. Wir hatten irgendwas mit so viel. Ja, guck mal, das ist eine Ladung. Bestätigen. Wenn du das dann hast, dann darfst du hier wieder hingehen. Waren transferieren mit Baulager. Einmal so rum. Dann hast du das nämlich auch, was du brauchst. Yep. Und dann haben wir gesagt, benötigen wir noch Logistikübersicht. Ah, das war verkehrt. Bauplan brauchen wir. Wir bräuchten auf jeden Fall noch 17.000 Sekunkapit. Sekunkapit 17.000. Das war jetzt gerade Logistiker 3. Logistiker 2, wo bist du? Machst gerade nichts, so wie es ausschaut. Okay. Okay, du hast Kompostrat 800. Kompostrat 800. Bam, 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 bam. Das ist gerade ein bisschen heftig hier. Kompostrat 800. Kompostrat. Kompostronik und Silizium Carbid. Stronik und Carbid. Welcher warst denn du jetzt? Sekund Carbid. Kost du quasi zack. Sekund Carbid. Moment, ist nicht Sekund Carbid, was wir benötigen? Doch, ist das, was wir benötigen. Warum möchtest du ja nicht funktionieren, Logistiker? Wir benötigen... Zack, 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 Logistiker. Kapit, ihr habt dich hier mitnehmen. Du, zack, Information, Leitsystem. Du gehst bitte dorthin und verkaufst ans Baulager... Computronik-Substrat. Hm? Ja, das ist das, was wir benötigen. Irgendwie, ich glaube, ich habe gerade so einen leichten Hänger im Kopf. Okay. Bitte... Logistiker. Kaufe am Baulager. Mhm. Und dann sagst du das gleich auch noch, machst du jetzt dauerhaft. Das müsste eigentlich gehen. Und hier. Kaufe. Konkapit. Maximalpreis ist das da hier.
Sikon-Kapit, okay. Sikon-Kapit ist damit erledigt mit Logistiker 1. Logistiker 2. Kompostronik-Substrat. Okay. Kompostronik-Substrat. Zack. Kompostronik-Substrat. Verkaufen auf Kauflage. Kompostronik-Substrat. Mindestpreis ist das hier. Zu behalten nichts. Zack. Und wenn du das gemacht hast, Kompotronik-Substrat, zack, kaufen, Kompotronik-Substrat, reservieren gibt es keine, Maximalpreis ist da mit drin, zack, bestätigen. So, die zwei Sachen sollten jetzt laufend geliefert werden, das andere auch. Das heißt, das Ding ist am Laufen. Sitzt, passt und hat Luft. Okay. Wir haben die Ressourcen noch hier. Bauplan, du warst soweit fertig. Bis auf ein bisschen Energie, aber selbst das kriegt man auch noch vor uns hin. Du brauchst einfach nur ein bisschen, das passt. Dann sagen wir noch, wir haben 125.000 übrig. Ich möchte noch ein bisschen was bauen eigentlich. Wie wäre es mit dem dritten noch? Werden der gekostet. Bautron, Reparaturtron. Ja, machen wir mal ein paar machen wir noch ein paar Frachtdrohnen noch mit rein. Das ist, glaube ich, nicht einmal so das Verkehrte, stimmt man da. Bis los haben wir Bautron natürlich ganz viele. Der Rest ist egal. Yep. Ich kann es hinzufügen. Und Bestellung bestätigen. Ja. Yep. Dann haben wir nämlich hier quasi noch einen dritten. Das heißt, so viel wie. Kann man dann Sensor kurz aktivieren? Das ist natürlich das Schönste überhaupt. Dankeschön. Dann geht die Zeit nämlich ganz schnell rum, aber sowas von schnell. Und wir haben alle drei quasi in Dauerproduktion. Da muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Bauplan haben wir auch, Logistikübersicht haben wir ebenso. Yep, die Sachen benötigst du noch alle. Bauplan mal angucken. Wie viel benötigst du denn theoretisch eigentlich? 153 Millionen, das können wir auch günstige herstellen. Energiezellen 150.000. Huhuhuhu. Okay. 150.000. Das können wir auch noch schnell hinsetzen. Dann machen wir es kurz so. Moment, erstmal das beenden. 150.000. Wo ist denn... Ich habe doch einen einzigen hier. Mein Besitz, yep, hier. Die Sonnentempels, blablabla, das ist egal. Geologistiker. Logistik 1, 2, Logistik 3 müsste es eigentlich sein. Du bist hier unter Wacht. Yep, so. Logistiker 3, bitte Informationen. Warenaustausch. Dann machst du nämlich weiter mit Zack. Bitteschön handeln mit der Station. Du besorgst dir 42.000 Energiezellen. Können wir noch nicht machen. Moment. Können wir noch nicht machen, weil du noch nicht fertig gebaut bist. Yep, das war das Problem. Ein kleines, signifikantes Problemchen. Ohne dich läuft nämlich gar nichts momentan. Es gibt doch kein Baulager oder sowas, wo man irgendwas hin verfrachten könnte. Aber wunderbar. Du bist draußen, das ist in Ordnung. Das heißt, wir können zu dir sagen, du bist nicht Kyushu, sondern du bist mein Servitor 3. Okay, braucht wohl noch ein bisschen, bis es draußen ist. Yep, ein kleines bisschen. Komm schon, sag, dass du bereit bist. Mache ich nämlich auch einen kleinen Cut mal hier rein.
Aber das möchte ich zumindest noch im Auftrag geben. Sonst wird es ziemlich unschön. Na, 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 na. Jetzt da. Jetzt warte auf Befehle. Okay. Anfunken. Bam, 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 bam. Warum kann ich denn hier nichts machen momentan? Zum Bau zuweisen? Yep. Okay, warum nicht? Dann macht es halt so. Dann macht es halt so. Aber ich möchte immer noch deinen Namen eigentlich ändern. Das ist der Kyushu. Nein, du bist... Da, jetzt Information. Wo bist du denn dran? Kommandant. Information. Nein, du bist der Servitor 3. Wunderbar. Crewbesatzung haben wir. Crew ist alles da. Pilot, Gedönsel, alles vorhanden, was man so braucht. Sitz passt der Luft. Darf andocken. In Ordnung. So. Mit Servitor 3. Gehen wir zurück zum Logistiking. Geht zu Fune 2. Nein, du bist es gewesen. Ja, du warst. Informationen. Dann sagen wir, bitte, du machst einmal, zack, handel mit der Station dann. Besorgst du die Energiezellen zum Schluss. Gehst dann noch einmal hier hin. Waren transferieren, ins Baulager eine mit. Jupp, bestätigen. Zum Glück ist das Baulager riesengroß. Sattle, Waren transferieren. Handel mit dem Sonnentempel. Noch einmal 42.000. Das einzige Schöne ist, dass da drin Solarenergie bis zum Umfallen produziert werden kann. Das heißt, wir haben kein Problem mit irgendetwas. Einmal darüber hin. 150.000 oder so waren es. Ja, wenn wir erstmal 3 Ladungen rüberhandeln, dann passt es schon. Bis das Ganze mal erledigt hat. Danach können wir uns noch weiter. Und zack. Weiter Gedanken darüber machen. Du bist hier, du bist dort. Das P-Schiff ist klein. Idee, passt soweit alles. Okay. Das erreicht, was wir erreichen wollten. Handel wird überall betrieben. Und die Stationen werden gebaut. Wie es weitergeht beim nächsten Mal. Macht's gut und wie immer. Tschüss alle. Hihi.